Herzlich willkommen bei Cassada. Hallo, mein Name ist Kolja Barkon, ich bin Personal Trainer und Fitnessfachwirt. Und heute stelle ich euch das Powerboard von Cassada vor, mit dem ihr zu Hause in einfachen und effektiven Übungen euren ganzen Körper in Form bringen könnt. Wir beginnen mit 5 Übungen für Waden- und Beinmuskulatur. Wir beginnen mit der ersten Übung, dem Wadenheben. Dabei stehen wir auf dem Powerboard, Füße sind parallel nach vorne und du gehst immer für eine Sekunde auf die Zehenspitzen und wieder runter. Die Zehenspitzen und wieder runter. Hoch und runter. Achtest dabei darauf, dass du stets die Bauchspannung hältst. Die zweite Übung, die wir machen, ist der statische Ausfallschritt auf dem Powerboard. Dabei stehst du zunächst hinter dem Powerboard und gehst dann mit einem Bein in die Mitte rauf, gehst leicht in die Knie, hältst die Spannung in Bein und Bauch und achtest wieder darauf, dass der Rücken gerade bleibt. Die dritte Beinübung ist der dynamische Ausfallschritt, bei dem du abermals mit einem Bein zunächst auf dem Powerboard draufstehst. Bei der Ausführung ist es so, dass du diesmal mit dem anderen Bein die Bewegung machst, indem du wieder die gleiche Spannung hältst und dann links nach unten gehst und wieder in die Ausgangsposition kommst. Körperhaltung ist nach wie vor gerade und stabil mit Körperspannung, aber jetzt sind wir in der Bewegung. Die vierte Beinübung ist die Kniebeuge. Ausgangsposition bei der Kniebeuge ist wieder paralleler Stand mit den Füßen und dann Bauch anspannen und dann gehst du langsam nach hinten runter. Die Arme kommen als Gegengewicht nach vorne und dann gehst du wieder nach oben. Wichtig dabei, dass die Knie immer parallel über den Füßen bleiben und du nicht nach innen knickst. Kommen wir jetzt zu den Bauchübungen und wir fangen an mit dem Crunch. Beim Crunch nimmst du die Hände hinter den Kopf, Blick an die Decke, Füße angewinkelt, Gesäß und unterer Rücken sind auf dem Powerboard. Dann atmest du ein und beim Ausatmen hebst du den Oberkörper nach oben. Die nächste Bauchübung ist das Klappmesser. Ganz wichtig beim Klappmesser ist, dass du dich hier mit den Händen richtig gut festhältst. Dann lehnst du dich leicht nach hinten, hebst die Beine von der Erde hoch und dann Füße zusammen, nach vorne strecken und anziehen. Nach vorne strecken und anziehen. Die nächste Bauchübung ist der Seitstütz, bei dem du hauptsächlich die seitliche Bauchmuskeln trainierst. Beim Seitstütz hast du das obere Bein vorne liegend, stützt dich mit der Hand ab, nach oben und dann nimmst du die Hand weg und hältst im Rumpf. Die nächsten 3 Übungen sind Brustübungen, einmal für Anfänger, einmal den normalen Liegestütz und einmal den versetzten Liegestütz. Die Version für Anfänger sieht so aus, dass du einfach nur die Spannung im Liegestütz hältst. Die erste Version für Fortgeschrittene ist der ganze Liegestütz. Zweite Variation, eine Hand auf dem Powerboard, die andere Hand daneben auf der Erde.
Die nächste Übung ist die Superman-Übung. Dabei streckst du das Bein nach hinten aus und den Arm nimmst du nach vorne. Die nächste Beinübung ist für Fortgeschrittene mit Ball zwischen Wade und Oberschenkel eingeklemmt, für Anfänger ohne Ball. Die Fortgeschrittenen haben den Ball hinten eingeklemmt und pressen die Wade langsam an den Oberschenkel ran. Und die Anfänger machen das Ganze ohne Ball und bewegen einfach den Fuß nach oben. Bei der Variationsübung dazu hast du kein Kissen mehr, sondern nur noch das Powerboard. Nimmst dein Bein nach hinten hoch und dann den anderen Arm nach vorne und drückst den Ball wieder zum Körper ran. Die nächste Übung nennt sich Brücke und ist für die untere Rückenmuskulatur gedacht. Dabei hast du deine Füße auf dem Powerboard drauf, deine Hände neben deinem Körper auf dem Boden, den Kopf legst du ab und dann nimmst du das Becken nach oben in die Luft, hältst die Spannung und gehst langsam wieder runter. Bei der Trizepsübung achtest du darauf, dass der Oberarm die ganze Zeit am Kopf angelegt ist. Und dann streckst du im Ellbogen das Theraband nach oben. Wir machen weiter mit der nächsten Übung, dem Schulter-Seitheben. Beim Schulter-Seitheben ist es zunächst wichtig, dass du gerade stehst, den Kopf leicht zurückziehst und dann mit gestreckten Armen das Theraband anhebst. In der nächsten Oberkörperübung trainieren wir den Oberarm-Bizepsmuskel. Beim Bizepstraining ziehst du die Schultern leicht nach hinten, Ellbogen sind eng angelegt am Körper und dann ziehst du die Hände nach vorne zur Brust und senkst sie wieder nach unten. Das war die letzte Powerboard-Übung. Als Kunde von uns bekommst du zusätzlich einen Ernährungsplan, denn wir wissen ja alle, dass das die Grundvoraussetzung ist, um deinen Körper so richtig in Form zu bekommen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei den Übungen, dein Kolja.